Hallo liebe YouTuber. Ja, während so viele über Geschenke nachdenken zu Weihnachten, gibt es natürlich auch Stellen, an denen man eine dauerhafte Deko zu Weihnachten gern hätte. Und ihr könnt schon fast ahnen, ich habe hier sowas in den Händen. Das sind nämlich Wachsrosen. Das sind wirklich weiße Rosen, die sind in Wachs getaucht. Und was man damit machen kann und wie man die sehr schön für den ganzen Winter dekoriert, das zeige ich euch gleich im Video. So, hier seht ihr auch die Wachsrosen und hier ist schon meine Werkbank bereitgelegt. Aber wie so oft gibt es erstmal eine kleine Ladenrundschau, die ja so beliebt ist bei euch. Ja, wir haben hier Mistelbündchen, haben wir natürlich noch. Dann haben wir immer noch für Kurzentschlossene, gibt es noch schöne Türkränze, die sich relativ einfach umfunktionieren lassen würden in einen kleinen Weihnachtskranz mit einer dicken Kerze in die Mitte. Was unheimlich beliebt ist bei uns und was ganz viele fasziniert, ist diese wunderschöne Winterblume. Die lässt sich leider nicht versenden, die Christrosen. Aber da machen wir super schöne Arbeiten. Dann haben wir natürlich auch unsere Gaultherien, die so süß dekoriert sind mit Kugel, mit Mühlenbeckia, mit Filz. Und hier haben wir ein schönes, ja, ein Nest. Das haben wir mit Zapfen dekoriert. Und da ist in dem Windlicht brennt ein Teelicht. Das ist auch eine richtig tolle Arbeit. Und hier nebendran sind auch schöne Zweige mit Seidenkiefer. Das macht so richtig Laune. Und das ist so ein, ja, so was Heimeliges für den Terrassentisch. Finde ich auch total schön. So, hier sieht man jetzt also unsere Weihnachtsecke. Das sind von all den vielen, vielen, vielen Kränzen, die wir gemacht haben, sind die letzten tatsächlich noch unser schöner Hängekranz. Und hier ist noch ein Kranz mit diesen schönen Weinreben, wo sich die Basis ja auch wieder verwenden lässt. Und hier haben wir eine alte Ziegelform mit Kerzen bestückt, weihnachtlich mit Magnolie. Und ja, also wer hier was Weihnachtliches sucht, der findet auch noch schöne Sachen. Ja, dann haben wir natürlich Schnittblumen. Hier habe ich zum Beispiel aus einem Weihnachtsstern, drei Blüten Weihnachtssterne, ein kleines Sträußchen gemacht mit Zapfen, mit Seidenkiefer. Also so ein richtig hübscher, weihnachtlicher, kleiner Gruß. Amaryllis sind immer, 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 immer begehrt. Das ist jetzt hier eine rosa Sorte. Dann haben wir die natürlich noch in Weiß, in Rot, in Aprikot. Und ja, das ist jetzt auch so eine kleine Spezialität. Das ist eine Christrose. Die haben keine Blätter. Das ist eine Christrose im Glas. Habe ich einfach nur mit Kugeln, mit Zäpfchen verziert. Hier haben wir eine gefriergetrocknete oder nein, eine stabilisierte Rose. Und das ist ein dauerhaftes Arrangement. Das ließe sich auch versenden. Und die Rose, die ist unbegrenzt haltbar. Die darf kein Wasser haben. Aber die ist unbegrenzt haltbar und das ist auch ein kleines Arrangement, an dem man wirklich sehr, sehr viel Freude hat, sehr, sehr lang, weil eben diese gelbe Rose ja ganz, ganz lang knackig bleibt. Ja, also wer Interesse hat, ihr kennt ja meine E-Mail, youtube@flowerstyle.de, einfach immer mailen. Hier haben wir auch ganz viele Amaryllis, die sind eben alle noch so knospig, aber die sollen ja auch beim Kunden aufblühen und nicht bei uns. Und dann gibt es auch noch immer Straußwünsche, die nicht weihnachtlich sein sollen. Und da ist zum Beispiel auch wunderschön diese gelbe Gerbera. Finde ich auch der Hammer, ja. So eine Wonne, so eine Farbfülle. Ja, und dann gibt es auch noch Veranstaltungen, Reservierungen. Also hier sind auch Blumen reserviert, die für bestimmte Zwecke, die will ich jetzt nicht alle verraten, ja, die wir eben geblockt haben. Dann haben wir wieder Veranstaltungen, Weihnachtsessen und da haben wir diese schönen Arrangements mit Kerze.
Das macht sich natürlich ganz besonders toll auf den Tischen. Und weil es so beliebt ist, hier ist unser Grün. Ja, wir haben schon ein bisschen für Weihnachten natürlich auch Vorräte. Hier in diesen Schachteln kommen immer die Amaryllis. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber ich kann ja mal so eine Kiste öffnen. Also hier liegen die und die Köpfe sind richtig gut geschützt mit diesen Schaumstoffbändern. Ja, und dann haben wir natürlich, es wird gefeiert und hier gibt es nochmal ein paar Gestecke. Aber jetzt gehen wir mal zurück in den Arbeitsbereich. Magnolienzweige sind auch immer sehr begehrt. Muss ich mal wieder reinholen. Haben wir auch richtig schöne mit ganz tollen Knospen, mit diesen samtigen Knospen. So, aber jetzt geht's zum Video in den Arbeitsbereich und da freue ich mich, euch die Arbeit zu zeigen. Ja, speziell zu Weihnachten schenken viele Blumen und es gibt natürlich auch Menschen, die nicht mehr bei uns sind und denen man auch etwas Schönes hinterlassen möchte. Und ich habe ein Video gemacht mit diesem Wachsrosenherz fürs Grab. Da blende ich euch nochmal den Link oben ein. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Variante, weil ich finde, ein Herz ist natürlich immer ein Symbol der Zuneigung, ein Symbol der Liebe. Und Herzen sind immer schön. Ein Herz ist die eine Variante. Ich lasse das mal hier hinten liegen, dann könnt ihr das im Video nochmal sehen. Oder die andere Variante ist dann ein Kranz, dass man einen Kranz nimmt. Und wir haben jetzt also einen Kunden, der wollte gern ein Herz und einen Kranz haben. Und den haben wir auch selbst gewickelt. Das Schöne ist, wir haben dann also hier graue und grüne Tanne und Konifere. Wir haben die grünen Sorten sehr schön gemischt. Und er hat also so eine richtig lebendige Schattierung. Das macht ihn natürlich ganz toll. Und der soll auch auf dem Grab. Und der wird von dem Kunden sogar im Flugzeug mitgenommen. Also so weit gehen unsere Arbeiten auch in alle Lande. Und wird dann so schräg angestellt. Kommt in relativ kalte Gefilde. Das heißt, also es kann auch gut sein, dass der mit Schnee bedeckt sein wird. Und die Wachsrosen, wir haben die, als wir die bekommen haben, haben wir die erstmal gedrahtet. Das ist auch immer gut bei den Wachsrosen, weil die haben sehr, ja, sehr schwere Köpfe. Und das, wie gesagt, also wir machen das nicht selbst. Das ist eine weiße Rose, die ist in einem speziellen Verfahren in Wachs getaucht und dadurch stabilisiert. Und diese Rose hält tatsächlich den ganzen Winter. Man sieht, wie frisch die ist, weil die Blätter sind auch sehr, sehr frisch. Aber die Blätter halten natürlich nicht so lang und die mache ich jetzt auch ab. So wie immer verwende ich sehr, sehr, sehr gern Naturdeko. Ich habe hier so, das nennt sich Spinosa. Das sind eigentlich mehr wie so Holzästchen. Und damit die schön aussehen und damit die eine tolle Optik haben, gehe ich her und schäle die mit meinem Messer einfach an, so dass ich die quasi öffne. Ja, und von hinten werden die jetzt nur dunkel und von vorne haben die also auch noch so eine helle Optik. Und das sind Naturmaterialien, die können gekrammt werden in diesen Kranz oder sie können geklebt werden. Ich könnte sie eigentlich auch krampen, weil krampen ist natürlich die sichere Variante. Und zum einen muss ich noch Krampen holen, also diese Patenthaften, ja, die ich euch immer wieder auch mal einblende. So, ich nehme die Patenthaften und mache und krampe Natur in meinen Kranz rein. Ich zeige euch auch gleich mal in der Kamera. Zeige euch auch, mache ein bisschen Natur rein. Ich beachte immer, dass der Kranz so eine gewisse Form, also so eine Schwungform hat nach außen. Ja, das heißt, ich gehe jetzt auch her, nehme einen Strobuszapfen, teile diesen, so, schneide die Spitze mit der Baumschere ein und teile ihn so einmal kräftig mit den Fingern auseinanderziehen, so, und schon ist er geteilt. Von vorne sieht keiner, dass es zwei halbe sind, aber von hinten ist es natürlich sichtbar, dass ich Blattadern habe. Ich habe auch so eine leichte Schwungform von dem Zapfen. Und was ich dann auf jeden Fall machen möchte, ich klebe den Zapfen so, dass er von der Form her mit der Kranzform auf jeden Fall läuft.
immer beim Kleben, ganz wichtig, immer erstmal einen schönen Platz suchen, wie ich es kleben möchte. Und dann erst kleben, weil mit dem Heißkleber quasi am Zapfen erst suchen, ist ganz schlecht. Ja, da kommt man so in, das setzt einen nur unter Stress und das ist nicht zu empfehlen. Also immer, immer, immer erstmal wirklich gucken, wo möchte ich meinen Zapfen, wo möchte ich das alles hinsetzen. Und dann ist das auch, dann funktioniert es auch. So, gut festdrücken. Dann nehme ich natürlich auch noch ein paar Naturmaterialien. Also, sagen wir, so ein schönes Naturgeäst. Ja, macht sehr viel Wirkung. Wenn man das alleine sieht, denkt man, ach, das ist ja nur so trockenes Zeug. Aber im Arrangement ist es dann ganz toll. Und wenn man manchmal denkt, man hat so ein bisschen Technik, die man gerne verstecken würde, wie zum Beispiel hier, ich zeige euch das mal. Hier habe ich die Krampen. Die würde man sehen an den Ästchen. Dann nehme ich ein bisschen Moos und klebe einfach das Moos drüber. So, also speziell bei den Wachsrosen, wo ja, wie besprochen, also der Stiel wird nie so lange halten wie die Rose. Das heißt, ich habe jetzt einen, ja, entweder einen Orchideenstab oder ein Holzstäbchen. Ich habe ein Stäbchen genommen. Mache dieses Stäbchen in der Rose parallel zum Stiel, mache ich das noch mit rein und zur Sicherheit, damit es auch alles hält und damit es auch wirklich bleibt, drahte ich nochmal den Stiel, also diesen Holzstab und den Rosenstiel, drahte beide nochmal zusammen und suche mir jetzt auch hier wieder, wie so oft, ein schönes Plätzchen und werde die Rose, ja, ich krampe den Stiel von der Rose in den Kranz rein. Ja. So, hier kann man es also auch noch mal sehen. Ich zeige es noch mal genau in der Kamera. Ich habe also hier einen Holzstab noch mal in die Rose reingeschoben und stabilisiere, also dass das schönen Halt hat. So, und füge dann eben, wie besprochen, krampe beide Stiele zusammen mit einem patenthaften in den Kranz rein. Ja. Dann habe ich wieder Calocephalus, dieser schöne, der Stacheldraht, liebevoll von uns als Kali bezeichnet. Kali ist füllt so herrlich im Kranz, sieht ganz toll aus. Ist einfach ein sehr, sehr, sehr schönes Naturmaterial. Auch der Kali wird gekrampt, also gekrampt mit Patenthaften. Und ich zeige euch jetzt mal den Status quo von meinem Kranz. So, also das ist jetzt schon ganz spannend. Ich habe extra die Rosen so ein bisschen im Kranz rein, dass die hier so in dem Kranz sitzen. Und jetzt kann ich nochmal verfeinern mit Deko. Ich habe also noch schöne Canella-Beeren. Ja, das sind rote, haltbare Beeren. Die teile ich noch. Die kann man sehr schön teilen. Auch die werden entweder geklebt oder gekrampt. Wahlweise, was euch lieber ist. Der Vorteil am Krampen ist natürlich, dass alles später auch wieder auseinandergenommen werden kann. Geklebt ist immer ein bisschen schwieriger. Kleben geht natürlich schnell, also es gibt von allem, wie man sieht, wie immer im Leben, es gibt bei allem Vor- und Nachteile und so ist es hier natürlich auch. So, was eigentlich immer schön ist, ist, wenn man schönes Moos hat, ist natürlich immer schön, wenn man so Lücken nochmal ein bisschen mit Moos zufüttern kann. Und das sieht dann so aus, als ob Mama Natur das so gewollt hätte. Und da fühle ich doch ganz, kann ich einfach so ganz kleine Areale auch damit mal ganz lässig ausfüllen. Zapfen sind sehr schön, aber ich mag gerade, die dürften nicht gar nicht so groß sein, weil sonst bekomme ich die da gar nicht mehr unter. Und ich habe irgendwie so ein kleines Platzproblem. Aber so, ja, kleine Zapfen gehen noch rein, aber ich bekomme keine großen Zapfen mehr unter hier drin, merke ich gerade.
Ja, also es gibt doch weniger Platz in diesem Kranz, als ich gedacht hatte. Ich habe den Platz so ein bisschen überschätzt. Denk zuvor, so und so mache ich's. Und dann bin ich im Video, habe die Kamera an und entschließe mich dann doch zu was anderem. Also es, naja, es ist immer, Theorie und Praxis sind dann doch immer zwei Paar Stiefel. Ja, aber jetzt habe ich auch diesen Kranz dann doch tatsächlich fertig dekoriert und würde ihn jetzt erstmal die Heißklebefäden abmachen. Und neben einen Zapfen mache ich noch unten dran. Also man sieht, man braucht ja immer so eine gewisse Harmonie in der Optik. Nachdem mir gerade der Zapfen beim ersten Mal wieder abgegangen ist, habe ich ihn noch mal kurz geklebt. Ja, die Zapfen mache ich immer unten. Das hat dann doch einen bestimmten Grund, weil in der Natur liegen die Zapfen ja auch auf dem Boden und die liegen nicht oben. Das heißt, Zapfen oben ist eigentlich unnatürlich und deswegen lasse ich die immer unten so gruppiert, und gruppiert macht wertiger, sagen wir auch oft im Laden hier. Und hier habe ich also wirklich auch die Deko unten am Kranz gruppiert. Er kommt raus, er braucht kein Band, ja. Er wird also draußen am Grab liegen und wird den ganzen Winter das Grab schmücken. Und ja, das ist also jetzt eine sehr, sehr schöne Variante. Und wir haben auch Kunden, die eben zu Weihnachten sagen, sie hätten gern was Schönes fürs Grab, was hält. Ist nicht weihnachtlich, kann man den ganzen Winter liegen lassen. Und die einzige Überlegung ist natürlich, ob man eben, wie gesagt, ein Herz macht oder ob man einen Kranz macht. Und diese Wachsrosen gibt es in vielen Farben. Die gibt es auch noch in Weiß, in Aprikot, in einem hellen Rot. Gibt es in vielen Farben. Aber das Problem ist einfach, dass die in Weiß zum Beispiel, die werden relativ schnell beige. Diese Farbe hält den ganzen Winter wunderschön. Solche Kränze würden wir auch versenden. Aber bis Weihnachten, also ihr müsstet euch bis Weihnachten melden, weil nach Weihnachten machen wir Betriebsferien. So, ihr Lieben, also das war jetzt mal mein Weihnachtsblumen auch für die Hinterbliebenen, denen man auch die Wertschätzung gerne entgegenbringen möchte. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, und es gibt auch Weihnachtsgeschenkideen. Teil 3 kommt, kommt im nächsten Video. Bis bald, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss! Thank you.